Klopf, klopf. Warum haben wir eigentlich mit YouTube angefangen und hören wir damit eventuell bald wieder auf? Vorher aber eine kleine Info an euch. Die Kamera, mit der wir aktuell filmen, die müssen wir leider abgeben und filmen dann mit unserer alten Sony. Genau, wir hatten die ja nur geliehen und jetzt ist ja die Leihdauer vorbei. Und jetzt filmen wir ja das nächste Mal mit unserer alten Kamera und wir dachten, wir nutzen das mal gleich und fragen euch, ob ihr da gute Kameraempfehlungen habt, wie wir dann weiterhin unsere YouTube-Videos dann drehen sollen. Bevor wir euch erzählen, warum wir mit YouTube eigentlich angefangen haben und ob wir damit eventuell aufhören, wollten wir uns nochmal für die ganzen Kommentare unter den letzten Videos bedanken. Also schon die ganze Reise über begleitet ihr uns und seid so nett und seid so toll zu uns und bereichert unseren YouTube-Account so ungemein. Auch gegenseitig gebt ihr euch so viele Tipps. Und auch vielen Dank nochmal für die ganzen Kommentare gerade unter unseren letzten Videos, weil wir haben echt gemerkt, ihr seid mit unserem Van Ting Tong mindestens genauso verbunden wie wir. Denn auf die Frage hin, was ihr machen würdet, ob ihr den Van verkaufen würdet und was ihr darüber denkt, haben die meisten von euch abgestimmt, ihn halt nicht zu verkaufen. Why are you crying? Ja, das ist echt cool zu sehen, wie die Verbindung halt auch bei euch so ist. Ich meine, die meisten folgen uns bestimmt auch, seit wir mit Ting Tong unterwegs sind. Da ist ja unser Kanal dann nochmal ein Stück gewachsen. Vorher waren wir mit Backpacks unterwegs, da haben wir auch viele Reisevideos gemacht, aber das war einfach auch so ein bisschen ja, hobbymäßig. Aber da gibt es auch noch coole Videos. Auf jeden Fall ja, haben wir ja da eine große Community zusammenbekommen und deswegen verstehe ich auch für uns ist es natürlich traurig, es ist natürlich wird immer unser Zuhause bleiben. Wir haben ja 3 Jahre darin gewohnt sozusagen. Ja, vermieten war auch nochmal eine Option, aber das fühlen wir irgendwie nicht. Wir haben irgendwie keine Lust auf erstmal den ganzen bürokratischen, glaube ich, Kram, was dahinter steckt, wenn man halt ein Auto vermietet. Und wie gesagt, das Auto ist auch ein bisschen älter. Wenn irgendwas ist, dann ist es natürlich auch immer ein bisschen blöd. Und deswegen, vermieten kommt nicht in Frage. Und ob wir ihn jetzt verkaufen oder behalten, das wissen wir jetzt auch noch nicht. Wie im letzten Video gesagt, mal so, mal so. Es ist ja auch das Thema mit dem Kaffeemobil. Und wenn wir jetzt das Kaffeemobil mit dem Van ziehen, ist es schon ein bisschen, sind wir, glaube ich, etwas zu lang und ein bisschen viel lang. Ja, der Van ist ja 7 Meter lang. Und ich glaube, das ist so ein Kaffeemobil, ja, 4-5 Meter. Dann wären wir so eine 12-Meter-Kolonne. Viel zu lang. Das wäre echt lang. Das wirklich genau, zu und dann, groß. Wenn wir uns ein Kaffeemobil ausbauen, dann wollen wir halt ein normales Auto dazu mit Anhänger, was man dann ziehen kann. Und dann haben wir gedacht, wir können ja in dem Auto zum Beispiel eine Matratze dann reinmachen und da trotzdem pennen. Und dann haben wir eine Küche sozusagen, also unser eigenes Café, was wir dann immer mit hinterherziehen und entweder dann selbst daraus profitieren und da halt einfach dann uns kochen und Kaffee machen oder vielleicht auch mal unterwegs im Ausland dann mal Kaffee ausschenken am Strand. Ja, aber das Projekt ist eher dafür gedacht, dass man hier in der Gegend bleibt. Also ich habe damit jetzt nicht vor, bis nach Portugal oder bis nach Schweden zu reisen. Nicht immer, aber es kann ja mal. Von daher. Als Venture kann man das mal machen. Ja, also wenn jetzt jemand, den wir gut kennen, eine schöne Hochzeit plant, in der Toskana zum Beispiel, dann würde ich damit auch runterfahren. Aber ich würde jetzt nicht von Süditalien bis nach Nordschweden und bis nach Westspanien fahren, weil ich glaube, das ist echt, dafür ist die Idee nicht da. Die Idee ist eigentlich stimmt. Da, um hier im Umkreis zu bleiben. Und hier aber auf da schleift Hochzeiten. Man ja vielleicht auch mal einen Tag oder sowas dann in dem Camper oder zwei Tage, je nachdem, wie lange man unterwegs ist. Ja, so eine Nacht kannst du also im Auto meine ich jetzt. Oder wir holen uns so ein PKW mit so einem Dachzelt. Das wird ja vielleicht auch gehen. Naja, genau. Schauen wir mal. Darum geht es ja auf gar nicht haben in diesem genug Video. Ideen. Wollten uns auf jeden Fall an dieser Stelle, um das nochmal zu wiederholen, für die ganzen netten Kommentare bedanken und auch Tipps und Ideen, die ihr uns über die Kommentarspalte gibt. Auch gerne unter dem Video könnt ihr gerne so weitermachen. Hast du Hunger? Komm, wir gehen was essen. Na komm. Du hast ja noch gar nichts gegessen heute. Also hier habe ich jetzt das Essen für Nusa vorbereitet. Meistens kriegt sie beim Gassigehen ein bisschen Trockenfutter, dann wenn wir nach Hause kommen Nassfutter und dann am Abend auch wieder Trocken- und Nassfutter. Und jetzt hat sie noch gar nichts gekriegt, deswegen ist sie so hungrig. Aber ich streue ihr heute auch nochmal das Glücks- und Nervenkomplex von Hundpur rein. Das ist so ein Granulat und da sind ganz gesunde Inhaltsstoffe drin, hergestellt in Deutschland. Und das beruhigt ihre Nerven, gerade in Stresssituationen, wenn wir sie jetzt mal 2-3 Stunden zu Hause lassen, ist sie danach mega chillig drauf. Und wir haben von Hundpur auch eine Zeckentinktur von Hundpur. Die ist auf natürlicher Basis und ja,
hält alle Zecken fern. Also das wirkt gerade bei uns hier in der Zeckenregion Wunder. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Schaut bei Hundpo vorbei. Dort gibt es einen aktuellen Birthday Sale. Und mit unserem Code NUSA spart ihr auch nochmal eine Menge obendrauf. Alle weiteren Infos findet ihr unten in der Videobox. Wie hat uns die Reise verändert? Wir sind ja nicht nur mit dem Van gereist, sondern waren vorher auch schon mit Backpacks unterwegs und sind zum Beispiel per Anhalter über die Türkei, Georgien, Armenien bis in den Iran gereist. Waren dann noch viel, viel länger unterwegs. Südostasien und Australien haben wir uns auch noch angeschaut und waren fast 1,5 Jahre unterwegs, bevor wir uns den Van überhaupt geholt haben. Und jetzt nach fast den 7 Jahren, sechs Jahre waren es glaube ich, 6,5 Jahre, die wir jetzt wieder gereist haben und jetzt wieder hier sind, habe ich gemerkt in den letzten Wochen, was das Reisen so richtig in mir verändert hat. Und zwar empfinde ich vielen Dingen, Begegnungen, Menschen, aber auch so alltäglichen Sachen, wie zum Beispiel eine Waschmaschine oder Spülmaschine, das hört sich jetzt doof an, aber richtig viel Wertschätzung. Hm. Und vorher war ich teilweise so, ich bin ja im Überfluss groß geworden hier in Deutschland und wenn mir was kaputt gegangen ist, ja gut, ist es halt kaputt, kann man ja neu kaufen oder kann man reparieren, ist jetzt nicht so das Problem. Aber mit der Zeit habe ich jetzt einfach gemerkt, wie aufwendig das zum Beispiel ist, diese Wohnung jetzt einzurichten. Wir haben 2-mal vorher eine Wohnung gekündigt, haben alles verschenkt oder verkauft und gedacht, ja, dann holen wir uns halt einfach irgendwann mal wieder eine neue Wohnung. Aber bei dieser Wohnung habe ich jetzt gemerkt, das dritte Mal, dass wir eine Wohnung einrichten, wie aufwendig das ist und wie viel Zeit da reingeht. Und, aber ich glaube, wir wollen jetzt einfach auch ankommen, deswegen machen wir das natürlich auch alles richtig schön und natürlich steckt dann mehr Arbeit, als wenn, wo wir damals nach Mannheim gezogen sind, hatten wir doch so ein bisschen, ach, wir machen das so, dass wir, wenn wir doch wieder sagen, wir wollen abhauen, dann können wir das schnell machen. Das war schon ein bisschen im Hinterkopf. Das haben wir hier nicht. Hier haben wir uns jetzt den Ort gesucht, wo wir eigentlich jetzt erstmal sesshaft werden. Genau. Und das ist so die zweite Sache, die ich gemerkt habe bei mir. Ich möchte keine kurzfristigen Projekte mehr machen. Also ich habe wirklich keinen Bock mehr, alles schnell, schnell, husch, husch und nach 2-3 Monaten irgendwas anderes machen, sondern ich setze mich mittlerweile lieber hin und nehme mir ein bisschen mehr Zeit, bis ich wirklich sage, okay, das möchte ich machen und da investiere ich meine Zeit für. Vorher war ich so ein bisschen... Das auch ein bisschen mit dem Kaffeeprojekt, weil wir dann gesagt haben, ja, die Mietdauer in diesem Café, was wir eventuell ja hätten mieten wollen, auch nach 2 Jahren hätte man das quasi abbrechen können, aber es wäre dann wieder auch noch was Kurzfristiges, probieren wir doch mal in 2 Jahren, bin ich immer wieder, aber das sind ja immer dann diese kurzfristigen Projekte, wo man so viel Arbeit reinsteckt und dann eigentlich nicht ganz sicher ist, deswegen war diese Bedenkzeit, dass wir dann doch gesagt haben, nee, das wollen wir nicht mehr machen, ganz, ganz gut für uns. Ja, auf jeden Fall. Weil wir überstürzen manchmal auch Sachen. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, ist schon öfter passiert. Aber was ja auch nicht immer schlecht ist. Daraus lernt man ja auch das vielleicht, was wir jetzt heute erreicht haben oder wie wir heute denken. Weil ich glaube, dass... warst du jetzt eigentlich fertig mit deinem... Ich war fertig, ja. Okay, ja, ich war fertig. Dann kann ich ja das ja nochmal von meiner Seite aus sehen. Dass dir das, was wir alles erlebt haben, ob wir auch mal vielleicht Sachen überstürzt gemacht haben, aber das war eigentlich trotzdem jetzt im Nachhinein alles richtig, weil jetzt kann ich so viele Sachen einfach anders sehen. Also... Jetzt sehe ich auch, boah, wir haben es ja so schön hier. Wir sind damals nicht gereist oder aus Deutschland raus, weil wir gesagt haben, boah, wir wollen hier weg aus Deutschland, suchen eine neue Heimat. Aber es war natürlich immer im Hinterkopf gut, wenn es irgendwo anders gut gefällt, weil wir hier eh alles gekündigt hatten und damals nicht mal gemeldet mehr waren, dass wir woanders hätten auch bleiben können. Aber es hat uns irgendwie nie woanders so richtig hingezogen. Manchmal hat man aber auch vielleicht das Schöne, was vor der Haustür war, einfach nicht gesehen, weil man natürlich durch Fernsehen, Instagram, man immer denkt, woanders ist das Grün, das Gras grüner, so sagt man das. Und dabei, gut, wir können es jetzt sagen, weil wir das natürlich alles erlebt haben und deswegen wissen wir, überall gibt es Struggles und ich glaube, man wird glücklich da, wo man einfach selbst glücklich ist. Na klar, vielleicht sind manche auch in Deutschland nicht glücklich. Deswegen, also kann man auch auswandern, gar keine Frage. Bye, have a great time. Aber man denkt immer, woanders ist es schöner, aber wir konnten natürlich das jetzt auch erfahren. Und andere, die es natürlich nie gemacht haben, kann ich natürlich verstehen, dass ihr auch gerne machen möchtet. Deswegen go for it, wenn ihr die Chance habt, trotzdem mal zu reisen und euch trotzdem entscheidet, wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Es wird trotzdem die Sicht auf alles, wo sich vielleicht Leute auch hier beschweren,
verändern. Man hat einfach mehr Leichtigkeit. Man kann, glaube ich, viele Sachen einfach positiver sehen. Geht es dir so? Hast mir du mehr geht's Leichtigkeit, so. Mehr Positivität? Ich habe mehr Leichtigkeit, mehr Positivität. Das ist doch super. Ich kann mich hier glücklich schätzen, ohne immer, wenn ich bei anderen sehe, die woanders sind, zu denken, ich verpasse was in meinem Leben. Mhm. Woanders ist es schöner, oh mein Gott, ich muss das machen. Sondern ich kann natürlich jetzt die Zeit hier, die ich habe, voll und ganz genießen, weil es jetzt eine volle und ganze Entscheidung war und wir natürlich das alles andere auch erlebt haben. Wenn ich vor ein paar Jahren zum Beispiel so Videos gesehen habe, wie jemand gereist ist oder im Van war, dann war immer so bei uns beiden, ne? Oh ja, das wollen wir auch. Klar, diese extreme Reiselust halt, genau, ne? So Fernweh und so dieses, genau. Diese Sehnsucht, die wurde so richtig geweckt. Und wenn ich das jetzt sehe, denke ich mir, naja, schön hast du es dir gemacht, aber ich habe es hier auch schön. So, und es ist bei mir zumindest, ist jetzt nicht so diese Sehnsucht, dass ich sage, ich will dies, ich will das, sondern ich bin komplett angekommen. Aber wir hatten die Sehnsucht. Das fühlt sich halt richtig schön an. Das war schön, wir hatten die Sehnsucht und haben es aber auch gemacht. Ja, wir haben es einfach gemacht. Meine Freundin, die hat zum Beispiel gar keinen Fernweh oder gar keine Reiselust, die hat gar keinen Bock auf sowas. Und dann ist es auch okay, dann muss man das ja auch nicht machen. Aber wir hatten einfach diese Sehnsucht, haben das auch gemacht. Da bin ich auch super stolz auf uns, dass wir damals alles gekündigt haben, dass wir wirklich uns getraut haben, das zu tun. Und trotzdem kann man auch wieder zurück nach Deutschland und wieder ein ganz normales Leben führen. Da sind wir noch nie weg gewesen, sage ich jetzt mal so blöd gesagt. Ne? Dann will ich noch was auf die Liste hinzufügen. Und zwar habe ich auch noch mal gelernt, oder wir haben das auch noch mal gelernt, Dinge einfach zu machen und keine Angst zu haben. Sondern im Leben ergeben sich die Sachen immer so, wie man sich die möchte. Wie man oft, sich oder zumindest, genau, man versucht. Man kriegt man nicht immer das, was man will, aber man kriegt das, was man braucht. Haben schon die Rolling Stones gesungen früher. Genau. You can't always get what you want, but you get what you need. Irgendwie so ähnlich. Und ich denke, das ist etwas, ja, was wir auf jeden Fall auch gelernt haben. Vertrauen ins Leben haben, Vertrauen in die Zukunft haben und Vertrauen in euch haben, dass ihr immer noch dran seid, obwohl es ja gar nicht um dieses Thema hier ging. Nur dann können wir natürlich weiterhin eventuell Videos drehen, wenn... So, wir nähern uns dem Punkt, an dem wir euch verraten, wie wir hier weitermachen werden, ob wir hier weitermachen werden. Aber man muss vorher erstmal wissen, dass wir durch die Reise haben wir eigentlich mit Instagram und YouTube erstmal angefangen. Und haben uns dadurch so eine kleine Selbstständigkeit erarbeitet, die uns bis hierher durchgetragen hat. Okay, im Van hatten wir jetzt auch nicht so viel finanzielle Verpflichtungen, weil wir produzieren unseren Strom selbst, wir kriegen das Wasser von Quellen, wir zahlen keine Miete, ganz selten Parkgebühren und haben dadurch natürlich viel weniger Kosten. Wir waren auch über eine Reiseversicherung versichert, in der wir beide 35 Euro im Monat bezahlt haben und waren halt in ganz Europa versichert. Haben wir auch ab und zu in Anspruch genommen, war alles super easy. Wir können euch die gerne günstig. Die Reiseversicherung, weil da werden wir auch oft gefragt, nochmal unten verlinken. Wir waren auch super, super zufrieden, sehr zuverlässig. Nee, ich verlinke das nicht. Ergo Reiseversicherung. Einfach googeln und dann werdet ihr das schon finden. Wir haben, wie gesagt, 35 Euro pro Monat pro Person bezahlt. Und jetzt sind wir natürlich hier in Deutschland. Ihr kennt das Leben hier. Vieles ist günstiger als im Ausland, zum Beispiel Einkäufe, Lebensmitteleinkäufe. Aber ja, vieles halt verrückt. Auch viel teurer oder zumindest halt, wir haben jetzt natürlich viel mehr. Wir haben jetzt eine Wohnung, die kostet 1.100 Euro. Wir müssen hier Strom bezahlen und so weiter. Wir wollen uns ein Auto noch holen. Und das, natürlich sind die Kosten gestiegen als im Vanlife. Und zusätzlich müssen wir dann, wenn wir hier selbstständig, also wenn wir jetzt in Deutschland gemeldet sind, unsere Selbstständigkeit weiterführen, 500 Euro circa für uns beide Krankenversicherung bezahlen. Vielleicht auch nur 400 Euro. Das wurde so geschätzt am Telefon. Zwischen 400 und 500 Euro. Ehrlich, wenn ich 500 Euro zahle, ich würde mal sagen, wir könnten uns das Leben mit der reinen Selbstständigkeit gerade so leisten, aber es wären halt keine Sprünge drin, es dürfte nichts passieren. Genau. Wir könnten uns wirklich nichts zur Seite legen und so möchte ich halt einfach oder wollen wir beide gar nicht leben. Deswegen haben wir uns gedacht, suchen wir uns Jobs in der Gastronomie. Eigentlich, weil wir das lieben. Genau, erstmal ein bisschen rauszukommen, das macht uns auch Spaß. Und auch wenn wir dieses Kaffeemobil machen wollen, wird es wahrscheinlich noch ein Jahr dauern, bis wir erstmal jetzt das gefunden haben und das ausbauen. Das können wir nebenbei ausbauen. Wir müssen jetzt auch keinen Vollzeitjob machen. Wir werden einfach nochmal ein bisschen nebenbei zu unserer Selbstständigkeit noch ein bisschen einfach jobben. Genau, da war es schon versteckt. Habt ihr es gehört? Und zwar, wir behalten unsere Selbstständigkeit als quasi Nebenverdienst sozusagen, was es jetzt halt auch ist, weil wir beide damit gerade mal einen Umsatz im Monat von circa 2.500 bis 3.000 Euro erwirtschaften. Da müssen ja noch Steuern drauf gezahlt werden. So, und deswegen lassen wir uns Teilzeit anstellen und sind dann eben krankenversichert, haben noch ein bisschen Abwechslung, können Kontakte knüpfen und machen das, was wir gerne machen, nämlich Gastgeber sein und verdienen dabei halt auch noch Geld. Also anstatt Geld auszugeben, verdienen wir ein bisschen mehr Geld und können uns die Selbstständigkeit, also wir können es leisten, die am Leben zu lassen. Genau. Sonst müssten wir das hier einmotten und müssten sagen, so, das war das letzte Video.
Das ist es Gott sei Dank. Aber wir möchten noch weiterhin gerne euch mitnehmen. Und vor allen Dingen, wenn wir dann unser Kaffeemobil ausbauen, glaube ich, wäre das auch mal ganz schön. Genau. Jetzt nehme ich euch aber nochmal mit rein und dann erzählen wir euch, warum wir mit YouTube eigentlich angefangen haben. Und zwar waren wir beide früher sehr neugierig und haben viele Reisevideos gesehen und haben uns gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Also wollten wir unbedingt auf Reise gehen und eigentlich nur Freunde und Familie mitnehmen über Instagram, weil wir der naiven Überzeugung waren, dass es im Ausland ganz, ganz selten gutes Internet gibt. Hello, can you hear me? Und wenn wir da mal welches haben, wir nicht 20 Leuten über WhatsApp schreiben wollen, uns geht's gut, guck mal, was für schöne Fotos oder was wir hier Schönes erlebt haben, sondern wir dachten, die Familie und Freunde können uns doch begleiten. Die können auf Instagram oder YouTube gucken und wir haben nicht damit gerechnet, dass das irgendwann mal so eine Masse annimmt. Also eigentlich, um es auf den Punkt zu bringen, haben wir mit Social Media angefangen, weil wir naiv waren und dachten, in Deutschland gibt's das beste Internet. We have people that are stupid. Ja. Oder? Es hat sich aber echt anders herausgestellt. Ja. Und dann wurde es immer mehr. Immer mehr Leute haben sich interessiert für unsere Reise. Immer mehr Leute kamen dazu, ohne dass wir das beabsichtigt hatten. Und wir haben uns einfach gedacht, dann zeigen wir euch halt auch, was wir halt der Familie zeigen wollten. Nämlich, dass es draußen eine gute Welt gibt. Dass genau. Die Welt nicht so ist, wie sie in den Medien dargestellt wird. Also nicht nur, sondern dass es halt auch ganz viele andere Aspekte und Perspektiven gibt. Und die Menschen zueinander einfach gut sind. Oder andere zu ermutigen, die uns eben auch mit solchen Reisevideos ermutigt haben, halt einfach damit anzufangen oder das einfach zu machen. Das hätten wir wahrscheinlich sonst auch nicht gemacht, wenn wir nicht andere Instagramer oder YouTuber halt verfolgt hätten, die halt uns halt ermutigt haben, das auch zu tun. Damit mal Geld zu verdienen, war fernab. Also hätte ich mir niemals vorstellen können, wie das funktionieren soll. Auch nicht, dass wir das überhaupt schaffen. Ja. Aber es hat sich dann alles nach und nach so langsam entwickelt. Und zum einen wollten wir euch auf Weltreise zeigen, dass man nicht viel braucht. Dass eine Weltreise, unsere Familie oder Freunde haben gesagt, was, auf Weltreise? Das kostet doch 100.000 Euro. Das kann man sich ja nicht leisten. Das machst du entweder mit 18 oder mit 65, wenn du in Rente bist, aber noch nicht mit Anfang 30 und so weiter. Und wir wollten einfach raus aus dieser Schublade und das eben auch der Welt zeigen, zu sagen, habt Mut, macht, was ihr möchtet, folgt eurem Herzen und folgt eurer Bestimmung. Also macht einfach auf, was ihr Lust habt. Genau. Und wir waren auch überhaupt nicht vom Fach. Also man sieht natürlich anfangs, die Videos, die wir gedreht haben, waren natürlich qualitativ sehr schlecht. Aber wir haben die Leute ja trotzdem mitgenommen. Es ging ja da auch nicht drum, wie gut die Qualität ist, sondern die Geschichte, die wir halt erzählt haben. Ja, genau, so sehe ich das auch. Und als wir dann mit dem Backpacken aufgehört haben und quasi unser eigenes Zuhause dabei haben wollten und uns den Van geholt haben, damit wir ein eigenes Bett, eine eigene Küche haben, da haben wir nämlich schon gemerkt, das hat uns damals ein bisschen gefehlt, das eigene Bett, genau, und die eigene Küche. Haben wir euch auch mitgenommen, auch schon mit dem Hintergrund, euch zu zeigen, wie einfach man leben kann. Also man braucht keine 300 Quadratmeter große Wohnung, man braucht nicht dieses ganze Pipapo und einen vollen Kleiderschrank mit 20 Hosen und 10 Paar Schuhen. Man freut sich, wenn es irgendwann, wenn man so lange minimalistisch gelebt hat, oder zumindest war es bei mir so, wenn man halt doch mal ein bisschen mehr Platz wieder hat. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber brauchen tut es man definitiv nicht. Man, zumindest auch für eine Zeit lang. Und ich finde, manchmal ist es halt auch ganz wichtig, eine gewisse Art von Resilienz aufzubauen, um durch schwere Zeiten hindurchzukommen, wo man sagt, ich brauche das jetzt gerade nicht. Also auch wenn es einem finanziell mal nicht so gut geht oder wenn die Wirtschaft nicht so gut läuft oder was weiß ich was, dass man einfach sagt, gut, dann ich verzichte. Ja. Und ich finde so, aus diesem vollen Schöpfen, wo wir herausgekommen sind, freiwillig zu verzichten, das hat uns unheimlich viel gebracht und das wollten wir auch immer wieder an euch weitergeben. In all den Videos immer euch zeigen, guck mal, ein Ehepaar mit Hund reist im Van durch Europa, die sind gesund und haben, ja, erleben was Schönes. Das war halt auch immer so ein bisschen der Grund, auch Videos zu drehen und zu sagen, die Welt muss es doch checken, dass man auch leicht und einfach gut leben kann. Genau. Also hoffentlich können wir hier noch weiter leicht und gut durchs Leben laufen und können euch leicht und locker mitnehmen. Das wäre richtig schön. Was mir aber nicht mehr so gut gefällt, ist, dass wir ständig uns in den Mittelpunkt stellen. Also ich merke, es fällt mir auch zunehmend schwer, immer wieder über uns zu reden, über uns zu reden. Ich glaube, das haben wir jetzt auch lang genug gemacht und es wird auch bald enden. Weil ich möchte nicht immer wieder sagen, guck mal, wie ich das mache, wie ich das mache, wie ich das mache, sondern wirklich mittelfristig, es wird vielleicht noch ein paar Videos so geben, weil so ein Wechsel dauert, aber mittelfristig möchte ich mich eher dazu entwickeln, andere Leute in den Mittelpunkt zu stellen oder anderen Leuten diese Reichweite zu geben, anderen Themen diese Reichweite zu geben und
mehr in Richtung Dokumentation, Reportage so etwas zu gehen. Ich habe das schon mal für einen Bauern gemacht. Der hatte mich damals zum Oder gebeten. Teilweise kann man das mit reinmachen. Das hat ich glaube, dass der Kanal hat schon auch mit uns zu tun. Ich glaube, Leute, die uns folgen, wollen uns natürlich sehen und wollen ja auch wissen. Das sind die Themen auf jeden Fall, die uns wichtig sind, auf alle Fälle. Aber ich würde jetzt nicht ein reiner Doku-Kanal werden, weil dann sind ja nicht mehr wir quasi, die hinter diesem Kanal stehen. Und das weiß ich nicht, ob das dann so interessant ist. Aber man könnte halt mal das ein oder andere Video so einfließen lassen. Auf jeden Fall. Das meine ich also nicht nur ständig mich oder uns in den Mittelpunkt zu stellen, weil mich langweilt das ein bisschen, ständig über mich zu erzählen, über uns zu erzählen, ständig das zu filmen und zu zeigen. Und ich muss auch sagen, manchmal ist es auch echt anstrengend, sich etwas zu überlegen, wo der Content gut ist, weil ihr schaut da ja zu. Ihr habt euch jetzt entschieden, ein Video anzuklicken, was 20 Minuten geht. Und das sind ja 20 Minuten der Lebenszeit der Zuschauer. Und das möchte ich halt auch irgendwie wertschätzen und zu sagen, okay, dann kriegst du halt auch tollen Content. Und manchmal kann ich den aber einfach nicht liefern, weil halt nichts passiert oder ich halt nichts Bombastisches zu erzählen habe. Deswegen wird sich da auch ein bisschen was verändern und das wird aber allerdings noch ein bisschen dauern. Bis es soweit ist, habt ihr natürlich die zwei Faces hier noch auf eurem Screen und ja, das war's. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ja, ich glaube, wir haben auch genug gequatscht und sagen dann mal Adios. Schaut gerne bei unserem Kooperationspartner Hundpur vorbei, falls ihr einen Hund habt und seid glücklich und küsst euch. Tschüss. Ach so, und wählt auf gar keinen Fall die AfD bei der Europawahl. Ganz wichtig. Ciao. Ja. Das kann man mal sagen, oder? Ja, mir ist gerade beim Videoschnitt aufgefallen, dass ich euch noch was sagen wollte. Auf jeden Fall, falls es mal längere Zeit keine langen YouTube-Videos gibt, wird es immer wieder YouTube-Shorts geben, in denen ihr uns so seht. Finde ich auch sehr entspannt, YouTube-Shorts zu machen, weil wir das zum Beispiel auch auf Instagram teilen können. Und für die langen Videos möchte ich mir einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen, ein bisschen länger Zeit nehmen, damit sich das Schauen auch rentiert. Und ja, uns muss es ja auch Spaß machen, das Ganze. Und deswegen schauen wir, dass wir da einen guten Mix finden. Ich freue mich auf jeden Fall über den Austausch mit euch in den Kommentaren und bin auch ganz gespannt, was ihr von der Idee haltet. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.